ist vorbei. Wir sind wieder live drauf. Das Endergebnis ist 31-32 und neben mir steht unser Trainer Markus Bauer. Wie sehen deine ersten Gefühle jetzt nach dem Spiel aus? Ist für mich gerade auch ein bitterer Moment. So fühlt es sich jedenfalls an. Natürlich ist es traurig und schade, weil wir wirklich einen harten Fight abgeliefert haben und nicht belohnt worden davor sind. Und ich wünsche mir auch als kleiner Verein wünsche ich mir auswärts auch solche Schiedsrichter, wenn man deutscher Pokalsieger wird. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Trotz allem, wie denkst du über die Leistung unserer Mannschaft? Ich habe es ja gerade gesagt, ein grandioser Fight. Ich finde, wir waren die bessere Mannschaft. Ja. Ja? Und haben es einfach, ja, hatten ein, zwei Chancen bei 22-19, wo wir einen Gegenstoß haben, wo ich Schimmel den Ball vertippt oder ob es faul war, keine Ahnung. Und da hat man die Chance und auch sonst nochmal ein, zwei Mal. Und dann kriegen wir halt Zeitstrafen, die ja wirklich Hanebüchen sind. Und das trifft natürlich gegen so einen Gegner, trifft einen schwer. Und deswegen ist es traurig, aber Lob an die Mannschaft. Alles klar, dann Kopf hoch. Danke. Und ja, das war unsere erste Stimme von Markus Bauer. Ein bitterer Moment jetzt gerade hier in der Scharena. Da war heute richtig was drin. Auch in der zweiten Halbzeit hat der TVB über die meiste Strecke hinweg geführt. Und am Ende hat es dann doch nicht gereicht. Extremst bitter. Markus Bauer hat es ja auch schon gesagt. Ich muss auch sicherlich so ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, man kann sicherlich schon sagen, dass der Schiedsrichter heute sehr, sehr einseitig gepfiffen hat. Und ich gucke jetzt mal in die Runde, welche Spieler hier noch mitmachen. Ich kann es aber auch verstehen, wenn der eine oder andere erstmal für sich sein möchte. In der Zeit können wir vielleicht noch mal ein bisschen hier gucken, dass hier trotzdem die Fans schon wieder Fotos schießen. Und ja, jetzt kommt Mimi Kraus. Grüß dich. Ich habe es gerade schon zu Markus Bauer gesagt, unfassbar bitter. Wie sieht deine Gefühlslage gerade aus? Ja, so kurz nach dem Spiel ist immer sehr, sehr schwer. Es ist meist nur leer. Wir hätten hier wirklich wieder was mitnehmen können. Und jetzt überwiegt natürlich die Enttäuschung, das ist ganz klar. Jetzt müssen wir einfach analysieren. Ich glaube, am letzten Angriff lag es nicht, obwohl wir eine gute Position haben. Dominik, wenn er das Ding hochwirft, ist das Ding auch drin. Da kann man keinen Vorwurf machen und ich glaube einfach, ich möchte es jetzt auch nicht auf die Schiedsrichter schieben, aber da waren schon sehr, sehr krasse Pfiffe dabei, die dann einfach gegen uns ausgelegt wurden. Und das ist einfach nicht so erfreulich. Wie sehr wirft einen das in dem Moment zurück, wenn immer wieder mal so ein Nackenschlag kommt, wie jetzt wieder ein 7 Meter, wieder eine Zeitstrafe? Ja, ich weiß gar nicht, wie das Verhältnis 2-Minuten-Strafe jetzt war. 18-2 oder so, keine Ahnung. Ja, sowas ist bei so einem engen Spiel natürlich ausschlaggebend, ganz klar. Wir haben, glaube ich, die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl gespielt oder in doppelter Unterzahl, für das haben wir es ganz gut gelöst, aber nichtsdestotrotz kann man sowas eben über die ganze Dauer der zweiten Halbzeit nicht kompensieren. Ja. Und da wird es halt dann im Mensch schwer. Ja. Was sagst du zu unserem türkischen Neuzugang? Der hat sich doch gut gemacht hier in der Scharena, oder? Ich glaube, der Can hat es sehr, sehr gut gemacht. Es ist nicht einfach, er versteht die Sprache noch nicht richtig, aber er hat es sehr, sehr gut gemacht und ich glaube, da kann man noch einiges erwarten. Perfekt. Dann Kopf hoch, alles klar, bis zum nächsten Mal. Ja, und hier geht's nahtlos weiter. Glückwunsch zum Sieg. Danke. Das war ja richtig spannend. Hast du das vor dem Spiel so erwartet? Habe ich wirklich erwartet, weil Stuttgart einfach gut drauf ist. Wir laufen eigentlich nicht unserer Hochform noch hinterher. Und ja, wie gesagt, vor dem Spiel, habe ich schon gesagt, einfach mit einem Tor gewinnen, zwei Punkte mitnehmen. Das wäre jetzt das Allerwichtigste. Wie war dein Gefühl im Spiel? Auch in der zweiten Halbzeit habt ihr ja oft zurückgelegen, auch mit 4 Toren. Hast du trotzdem daran geglaubt, heute die Punkte hier noch nach Hause zu bringen? Ja, das musst du, weil sonst geht es den Bach runter. Wir hatten gleich Situation in Stuttgart, in Gummersbach. Ja. Und das haben wir heute, haben wir einen kühlen Kopf behalten. Dann lief es vorne besser, hinten kriegen wir einen oder anderen Ball und machen ein paar leichte Tore auch dadurch. Und ja, gewinnen wir ein Tor. Wie denkst du über die Atmosphäre hier in der Halle? Ist ja eine kleinere Halle, aber dafür Zuschauer sind alle sehr nah dran. Ja, es ist auch sehr schöne Halle, sehr modern. Die Zuschauer sind da und ich denke, man kann besser so kleine Halle spielen mit einer guten Atmosphäre, als dass du in der Porsche Arena spielst mit 6.000, ja, wo vielleicht die Hälfte Eventpublikum ist. Ja. Ihr hattet einen schweren Auftakt, schwere Gegner. Wie geht es für euch jetzt weiter in den nächsten Wochen? Wir gehen morgen erstmal aufs Oktoberfest in Magdeburg. Und dann nächste Woche Sonntag Balingen zu Hause. Ich bin froh, dass wir jetzt einfach 8-9 Tage haben,
ohne Spiel und dass wir uns gut auf Balingen vorbereiten können. Alles klar, dann viel Erfolg weiter. Dankeschön. Okay, ciao. So, alles klar. Ich bekomme gerade das Zeichen, das war unser letztes Interview für heute und hier werden auch noch fleißig Autogramme gesammelt. Also ich hoffe mal, dass wir jetzt hier noch die Kinder glücklich machen können. Und ja, ich bin auch noch so ein bisschen geknickt. Ich komme kurz aufs Endergebnis, 31-32, echt bitter, aber das hilft jetzt für den Moment nichts. Von daher, ich bin draußen, vielen Dank, dass ihr wieder live dabei wart und wir machen natürlich weiter. In dem Sinne, trotz allem, genießt das Wochenende und bis bald. Tschüss.